What a difference a day makes. 24 little hours. Hallo, kannst du dich bitte vorstellen? Hallo, ich bin die Lena und ich bin die Sängerin von der Stromlos Combo. Was machst du bei Stromlos? Also bei Stromlos singe ich und wir haben auch so verschiedene Aufgaben aufgeteilt in unserer Band, weil wir sind 8 Leute. Und da hat jeder eine andere Aufgabe, auch hinter der Bühne quasi. Und mein Job ist so zu bestimmen, welche Stücke wir spielen, wenn wir Auftritte haben. Warum heißt ihr Stromlos? Also Stromlos war ja früher eine Straßenmusikband, die wurde 2014 gegründet. Und da hat man noch ohne Strom gespielt, aber das stimmt heute nicht mehr so ganz. Also wir benutzen auch Strom und Verstärker. Genau. Was ist Jazz? Uff, also das ist eine schwierige Frage. Jazz ist auf jeden Fall mal eine Musikrichtung, so wie zum Beispiel Pop oder Rock. Aber Jazz ist ein Begriff, der ganz allumfassend ist. Also das kann ganz vieles bedeuten. Aber was ganz typisch für Jazz ist, ist zum Beispiel, dass improvisiert wird. Also die Musiker entscheiden spontan, was sie spielen. Wie lange gibt es schon Stromlos? Also Stromlos gibt es, also die Combo, die Band, die kleine, die gibt es seit 2014. 2016 gab es dann die Big Band. Genau. Nein, ich glaube, es war umgekehrt. Ich glaube, zuerst gab es die Big Band und dann die Combo. Wie wurde Stromlos gegründet? Also es gab eine Stromlos Big Band. Genau, und daraus haben sich dann mehrere Musiker, also ein paar, also eine Big Band ist ganz groß, da spielen ganz viele Leute mit. Und in einer Combo, in einer Band spielen weniger Leute mit und die haben sich aus dieser großen Formation zusammengefunden und zusammen Straßenmusik gemacht. Ist es nur Melodie oder singt auch jemand? Also wir haben beides. Wir haben ganz viele Stücke, wo nur Melodie ist, aber ich singe auch zum Beispiel ab und zu, also bei vielen Stücken. Welche Instrumente spielt ihr? Also wir haben ein paar Instrumente doppelt besetzt. Wir haben 2 Leute, die Klavier spielen. Und 2 Leute, die Gitarre spielen. Dann haben wir noch einen Bass, das ist so ähnlich wie eine Gitarre, nur tiefer. Und einen Schlagzeuger und ein Saxophon. Welche Instrumente gibt es denn bei Stromlos? Also in unserer Band gibt es Klavier, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Saxophon und Gesang. Und in der großen Big Band, da wo ganz viele Leute mitspielen, spielen auch Posaunen und Trompeten. Ja, ich glaube, das so hauptsächlich. Woher sind die Musikstücke? Schreibt ihr selber Musik? Also wir hören ganz viel Spotify und da suchen wir immer ganz fleißig Stücke raus, die uns gefallen. Dann gibt es aber auch ganz alte Jazz-Standards, die findet man in den sogenannten Real Books. Und unser Pianist schreibt auch selber Stücke, von dem haben wir auch ein paar Sachen mit aufgenommen. Was ist der Unterschied von der Stromlos Band zur Stromlos Big Band? Die Big Band ist viel, viel größer, da spielen viel mehr Leute mit und da werden auch feste Arrangements gesetzt und wird auch dirigiert vom Robert Eichner meistens. Und die Stromlos Combo ist viel, viel kleiner, da spielen nur 8 Leute mit. Wie viele Mitglieder gibt es? Genau, in der Stromlos-Kombo sind wir aktuell 8, aber das sind immer so schwankende Zahlen. Wir bekommen jetzt vielleicht noch einen neuen Saxophonisten, dann sind wir zu 9. Wie kann man bei Stromlos mitmachen? Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Wir proben immer sonntags von 18 bis 19 Uhr mit den Kleineren zusammen. Da haben wir jetzt schon eine Nachwuchskombo. Und dann ab 19 Uhr proben wir die Älteren und da kann man eigentlich immer, wenn man möchte, dazukommen. Beziehungsweise am besten schreibt man uns auf Instagram eine Direct Message oder der Beate eine Mail und dann kann man gerne vorbeischauen. Wann und wo tretet ihr auf? Das ist ganz unterschiedlich, immer was so gerade kommt. Also wir haben zum Beispiel mal an der Donaubühne einen Auftritt gehabt, genau als Vorband vom GKO, manchmal im Maritim, wenn Feste sind. Genau. Wo probt ihr denn für eure Auftritte? Wir proben hier in der Haderbastei. Gibt es einen Dirigenten? Also für unsere Band gibt es keinen Dirigenten, aber für die Big Band gibt es einen Dirigenten. Und der macht dann wie beim Orchester einfach ganz normal, oder? So ähnlich. Also ich weiß es selber nicht so genau. Ich habe noch nie dirigiert, aber der zeigt halt den Musikern, wann sie ihre Einsätze haben, ob sie laut, leise, schneller, langsamer spielen sollen, gibt den Takt an.
Genau. Wie fühlt es sich denn an, so eine Band zu sein? Was ist so das Feeling? Ist richtig cool, weil wir verstehen uns alle echt gut. Es ist eigentlich wie wenn du mit deinen Freunden irgendein Hobby ausübst und es macht richtig viel Spaß. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr einfach bei stromlos@kunst-und-kulturbastei.de vorbeischauen. Ja. Und uns dann eine Mail senden.